mit der Starter-Endentwicklung im Team. Nämlich Draxan hat sich im letzten Part weiterentwickelt. Erkunden wir heute die wunderschöne Wüstenstadt, wie ich finde. Hallo? Pestback, eine Gebirgsstadt, die dank ihrer antiken Wandmalerei. Die Wandmalerei? Alles klar. Das habe ich sofort gesehen, dass hier ein Finsterstein liegt. Stimmt. Quarksy könnte sich auch mit dem Finsterstein weiterentwickeln. Aber komm, das werden die doch nicht machen, oder? Oder? Wo ist denn der? Hallo? Hab ich echt schon mal einen Fensterstein bekommen? Tatsächlich. Und nein, er entwickelt sich nicht mit einem Fensterstein weiter. Wäre auch ein bisschen an Kramurks und Kram schief angelehnt. Und ich wollte Salanga vor dem Part noch rausnehmen. Und ihn durch Makabaya ersetzen. Ja. Aber schauen wir uns die tolle Wüstenstadt doch mal genauer an. Yeah! Allein der Weg zu dieser Stadt war schon ein Erlebnis für sich. Ja, vor allem weil ich getriggert wurde ganz am Ende. Scheiß Robustheit. Alter! Wie ist wohl erst ist, die antike Städte mit eigenen Augen zu sehen? Antike Städte? Say what? Mein Gott. Da bin ich echt mal gespannt drauf. Antike Städte, das klingt schon so. Hypend. Und hier gibt es auch die erste Exklusiv-Arena. Ja, es gibt ja im Pokémon Schwert und Schild das allererste Mal eine Exklusiv-Arena. In Schwert ist es eine Kampfarena und in Schild ist es, glaube ich, die Geist-Arena. Ich hätte gern die Geist-Arena herausgefordert, aber müssen wir wohl bis Schild warten. Finde ich aber schade. Aber gut, ist okay. Kampf ist auch ganz cool. Vor allem, weil ich da gegen Wasser habe, also. Ich glaube nicht, dass ich was gegen Geist hätte. Weil... Naja. Eigentlich sind meine Pokémon diejenigen, die hier oben ihre Übung durchziehen. Ich tue nur so, als würde ich was machen. Was bist du für einer? Ja. Ist bei mir das gleiche. Ich tue nur so, als würde ich arbeiten. Für sein Training in die Berge zu kommen, war... für ein disziplinierter Schwarzgurt. Say what? Muss man nicht verstehen. Ich kaufe mal wieder 4 Pokebälle. Beziehungsweise Superbälle. Und Tränke müssen wir auch kaufen. Da kaufe ich auch direkt mal 10 Stück. Aber das auch durch. Ist mir lieber so. Hey, ich habe so viel von den Dingern. Ich teile diesen Überfluss gerne mit dir. Ich dachte, er kommt jetzt mit Nuggets an. Vogelfossil, okay. Ich verrate dir mal was Tolles über Fossilien. Auf Route 6 hält sich eine Professorin auf, die Fossilien wieder in Pokémon zurückverwandelt. Haben wir ja im letzten Part gemacht. Wenn du hinter verschiedenen Fossilien her bist, dann solltest du die Naturzone durchforsten. Oder die Bullbrüder dort um Hilfe bitten. Man kann in der Naturzone Fossilien bekommen? Also nicht nur von den Bullbrüdern, sondern auch so? Okay, ist klar. Die Wandmalerei in der antiken Städte bringt uns etliche Touristen in die Stadt. Da bin ich echt drauf gespannt, wie das aussieht. Finde ich aber mega geil. Wenn das richtig geil designt ist, bis jetzt. Oh. Was habe ich gemacht? Hä?
Okay, gut. Bin wieder da. Ich hab aus Versehen... Keine Ahnung. Ich bin an irgendwas dran gekommen, was die Capture Card komisch gemacht hat. Keine Ahnung. Frag mich. Egal. Kümmern wir uns hier drum. Die antike Städte hat mich vollkommen in ihren Bann gezogen. Woran liegt das wohl? Muss ich rausschneiden. Gott. Das war weird. Ah. Cooles Marakamba. Wo kann man das eigentlich herbekommen? Willkommen. Interesse an unser einzigartigen Waren. Morgiges Angebot. Wenn alles glatt läuft, habe ich als nächstes eine Filmtafel. Heutiges Angebot. Kornwundersaat. Für 3000, Alter. Nee, mach mal nicht. Haben wir ja schon. Hey, willst du dein Taschengeld ein bisschen aufbessern? Wenn du mir im Laufe des Tages bringst, wonach ich suche, kaufe ich es dir zu einem sehr großzügigen Preis ab. Heute suche ich einen Mini-Pilz und würde dafür 2000. Digga. Du gehst ja ab. Und ich habe meine Mini-Pilze verkauft. Das Pokémon von dem Mann da hinten macht rund um die... Von dem Mann da hinten macht rund um die Uhr Faxen, während das hier drüben für seinen Poké-Job alles gibt. Ah, ja? What the fuck? Macht dieses Bronzong mit dem Kind? Ich will Bronzong als Hut tragen. Ich würde das lieber nicht machen. Kannst du es wirklich regnen lassen, Bronzong? Was? Als ob? Ever. Warum sollte ein Bronzong es regnen lassen? Hey, wo ist eigentlich dein Mund? Das wüsste ich auch gern, das habe ich mich schon immer gefragt. Spiel ruhig mit, Bronzong. Warum hat es keinen Mund? Was geht denn hier unten ab? Hallo? Oh, da geht's zum Item. Das muss ja extremst besonders sein. Steinknochen, cool. Alter, ist das echt so besonders? Ja, Beulenhelm. Ist schon mehr oder weniger besonders. Was machen die hier? Die Dicker. Ist ein bisschen komisch. Okay. Was geht jetzt ab? Das ist der M. Die muss ich haben. Komm ich da dran? Bestimmt ganz easy. Was macht der Typ hier? Hast du schon viele Marakamba gefangen? Würdest du vielleicht eines gegen mein Primover tauschen? Ich weiß noch nicht mal, wo man dieses Pokémon herbekommt. Metallmantel. Oh, davon habe ich schon zwei. Mann. Giftschock. Alter. Giftschock mit Toxin zu kombinieren ist eine sehr, sehr gute Lösung. Deswegen nehmen wir es auch mit. Dafür schmeiße ich Säure raus. Ja. Kann eigentlich jemand Schaufel erlernen? Ja gut, Infernus. Und Kraxi kann nicht Stahlflügel erlernen, aber Lancelot. Ah ja. Und der Grund? Einfach so Weltbaum oder was? Bisschen komisch, aber gut. Soll mich nicht weiter stören. Hallo, jemand zu Hause? Jetzt rühre ich links, jetzt rühre ich rechts. Ich pass auf, dass nichts anbrennt und nichts kleckst. Ah ja. Beim Kochen kommt es auf die richtige Temperatur an. Zu hohe oder zu niedrige Hitze kann ein Gericht verderben.
Ja, deswegen koche ich nie, weil ich eh alles versorge. Ist ja so. Okay, was geht bei euch? Warum kaufst du nicht einige Souvenirs der antiken Städte? Die sind ziemlich wertvoll, schließlich bekommt man sie nur hier. Hier gibt es wirklich ziemlich coole Sachen zu kaufen. Aber dann schleppe ich ja nur noch mehr Gepäck mit mir herum. Und Hop, was willst du? Hey Warren! Was willst du? Wegen eben nochmal. Ich will wirklich nicht, dass Dillians Ruf nur wegen mir Kratzer bekommt. Dann lass es doch halt bleiben, geh nach Hause! Pokémon Champ auf! Und gut ist? Aber wie stelle ich das an? Geh nach Hause. Ich hab keinen blassen Schimmer. Ich schon. Geh nach Hause. Bis ich eine Antwort auf diese Frage finde, bleibt mir nichts anderes übrig, als stärker zu werden. Ich hab da einen Tipp für dich. Geh nach Hause. Dieser Typ. Dafür gibt es verschiedene Methoden. Nach Hause zu gehen. Und Pokémon Champion aufzugeben. Nur so ein Tipp. Wie wär's, wenn wir gegeneinander kämpfen, damit ich ein paar davon ausprobieren kann? Ja, klar, jederzeit. Du bist mein Rivale. Ein Kampf gegen dich hilft mir vielleicht auf die Sprünge. Komm, los geht's. Und er beginnt wieder mit Zwollock? Urgel? What? Er hat sich ein Urgel gefangen? WTF? Was ist los mit dir? Level 28. Du musst, glaube ich, noch sehr, sehr viel lernen, Hop. Urgel ist schneller als Toxinux. Ich bin gerade ein bisschen enttäuscht. Dann machen wir halt Funkensprung. Ist auch okay. Aber ich glaube, Taucher ist auch eine Prio-Attacke. Was zum Teufel? Es hat sich dieses komische Fischvieh gefangen. What? Okay. Dann halt so. Und Zalanga hat er auch. Krass. Du gehst ja ab. Warum hat er aber einen Urgel? Das kann sich doch gar nicht weiterentwickeln, oder? Ist das eigentlich deine Taktik, ständig abzuhauen? Mit sämtlichen Scheiß? Finde ich gar nicht cool. Trommelschläge! Und ich bin natürlich schneller als Zalanga. Ich hasse es. Warum? Warum tust du mir das an? Aber gut. Dafür stirbst du jetzt. Aber ich bin gerade ein bisschen enttäuscht von dir. Hopp. Toxel? Warum hat er einen Toxel? Vor allem, wo hat er das her? Elektrogift, da wäre theoretisch Bodenattacken vierfach effektiv. Super. Und ich habe keine Bodenattacke. Ah, das ist so schrecklich. Aber gut. Müsst ihr halt leben mit. Ja, Toxel ist halt schwach. Muss man ja am eigenen Leib erleben. Und jetzt müsst ihr die Endentwicklung haben, oder? Wer hat da noch. Er hat tatsächlich noch die normale Entwicklung, okay. Also die zweite Stufe. Okay. Er hat noch das Emo-Vieh. Ernsthaft, das ist voll der Emo. Tränendrüse? Warum kannst du Tränendrüse? Ja gut, um meinen Angriff zu senken. Stimmt. Damit kann er mich voll
Damit hat er mir voll einen reingehauen, weil unser Starter kann ja nur physische Attacken erlernen, aber ich frag mich, ob es auch mit ohne Volltreffer gemattert hätte. Ich glaube schon. Ich meine, der Wasserstarter ist einfach lame. Das wird sich, denke ich, auch nicht mehr ändern. Oh Mann, help. Du enttäuschst immer mehr und mehr. Und Krax entwickelt sich immer noch nicht. Entwickelt er sich echt auf 40? Mann. Ey, das ist so kacke. Ich habe ein bisschen herumexperimentiert und meine Teamaufstellung geändert. Ja, habe ich gesehen. Ein Urge und ein Salanga. Wow. Und Toxel. Wow. Toll. Krass. Und du hast dein... du hast dein... Volley weggepackt. Warum denn das? Fandst du so kacke? Kann ich nachvollziehen. Ich find's auch kacke. Aber das hat's irgendwie auch nicht gebracht. Heißt das, ich bin wirklich ein Schwächling? Ja, geh nach Hause. Mann. Mein Bruder ist für mich einfach der Coolste. Ich möchte auch so ein Trainer werden wie er. Wirst du aber nicht, wenn du kacke bist. Deshalb will ich auf keinen Fall, dass die Leute nur wegen mir dumme Witze über ihn machen. Ich mache keine dummen Witze über ihn, ich mache nur dumme Witze über dich, weil du kacke bist. Du bist und bleibst kacke. Das ist einfach so. Gib dich damit ab. Ich muss mehr herumexperimentieren. Noch viel mehr. Ich werde mir mal ein Team zusammensuchen, das perfekt zu mir passt. Dann könnte es ja alles nur Luschen sein. Nimm 6-mal Kapern oder passt perfekt zu dir. Oh Gott, nein, bitte. Bitte werd kein Kapador-Trainer. Ich bin froh, dass es den nicht gibt. Also bislang nicht gab. Und ich hoffe, dass der auch nie wiederkommt. Bitte nicht 6-mal Kapador, das will keiner. Ein Team, das nur dank meiner ganz persönlichen Stärken als Trainer über sich selbst hinauswächst. Okay. Freak. Was zum Teufel? Wo kommt sie denn plötzlich her? Die Jugend von heute. Bei der Arena Challenge sollte man für sich und seine Pokémon kämpfen. Niemand sonst. Warum sorgt sich dein Freund so sehr über den Ruf des Champs? Weil er ein Opfer ist. Jeder weiß doch, dass er unschlagbar ist. Und ja, dein Freund ist ein richtiges Opfer. Wie dem auch sei, danke, dass du mir dein Können gezeigt hast. Hier, das ist für dich. Ja, warum war mir das klar, dass ich von ihr auch eine Liga-Karte bekomme? Nochmal. Und diesmal von Seda. Als nächstes führt dich dein Weg ins Stadion von Passback. Viel Spaß bei der Arena-Challenge. Ich gehöre echt ins Grab. Zeit zu sterben. Ja, das glaube ich dir. Oh mein Gott, Arena. Ich hoffe, das noch. Ja, wir sind bei 19 Minuten. Also. Wo geht's denn? Hier lang. Wartet mal kurz. So, Wider Gates. Manche Pokémon leben in den Bergen, andere in den Wäldern. Pokémon leben an den unterschiedlichsten Orten. Wo geht's hier lang? Ich kann hier einfach so lang? Das glaube ich nicht. Doch, wirklich? Würscheinwert. Oh, das ist dieser Wald. Den hat man in einem Livestream gesehen. Da wurde Galaponita gezeigt und hier gibt es Impidim zu fangen und... Ja, war klar. Hier gibt es Impidim zu fangen, aber den haben wir ja schon. Der wäre aber hier das erste Mal, glaube ich, regulär zu fangen.
Also Bemon, ne? Nur so nebenbei. Ich weiß nicht, warum ich den Impidim nenne. Für mich ist es... ist halt der englische Name Impidim. Deswegen. So. Ich hätte auch einfach nur das Schild lesen sollen. Wie geht's denn hier weiter? Ich zeige meinen Diktator die antike Städte von Pestbeck. Vielleicht entwickelt es dann ja ein Gespür für Kunst. Okay. Krass. Apropos, ich möchte mir mal die Ligakarte von dieser alten Oma, genau, von Papella, anschauen und von Seda. Papella ist die älteste Arenaleiterin der Gala-Region. Ja, moin, da wurde schon gespoilert. Danke, sehr nett. Habe ich mir schon immer gewünscht, dass ich gespoilert werde. Vielen, vielen Dank. Sie ist die Nachfolgerin ihrer Mutter und verteidigt ihren Posten nun schon seit 70 Jahren. Oh mein Gott. Das ist ja fast wie Norbert. Dann hat sie nur Pokémon auf Level 40. Oder was weiß ich, auf Level 20, 30, 60, keine Ahnung. Oh mein Gott, das wäre so heftig, wenn Pokémon Arenaleiter auf Level 60 hätte. Alter. Doch nach eigenem Ermessen ist sie an ihre Grenzen gestoßen und sucht derzeit händeringend nach einem Nachfolger. Sie gibt an, aus dem Grund zu knifflige Rätselfragen zu stellen, weil sie davon überzeugt ist, dass Menschen erst dann ihr wahres Gesicht zeigen, wenn sie mit dem Rücken zur Wand stehen. Was ist das denn für eine? Es gibt jedoch auch Leute, die der Meinung sind, sie tue dies aus reiner Buße. Ich glaube, zweiteres ist mehr so. Und Seda. Seda wuchs unter der begabten Förderung ihrer Eltern auf und wurde gemeinsam mit ihrem Pokémon hart trainiert. Dank ihrem ausgezeichneten Urteilsvermögen schafft sie es, in jeder noch so brenzligen Lage ruhig zu bleiben. Daher heißt es zwar oft, dass sie ein kühler Mensch sei, aber sie selbst versucht angeblich nur, sich vor dem Gegner keine Blöße zu geben und zeigt ihrem Pokémon in Matches durchaus ihr wahres Gesicht. Sie ist insgeheim verrückt nach Süßigkeiten, doch seit ihre Fans das herausgefunden haben, fällt es ihr schwer, Süßes zu essen. Oh, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wenn ich mir so vorstelle, wenn meine Fans, falls ich welche hätte, aber ich habe keine Fans, weil ich ein armer Schlucker bin. Aber dann würde ich auch nicht mehr so häufig Süßigkeiten essen, naja. Ui, was für ein cooles Arena-Stadion. Naja, es gab schon coolere. Orte, an denen sich Pokémon und Dynamax hören können, nennt man Energiequellen. Stadien in der Gala-Region werden auf solchen Energiequellen gebaut. Deswegen gibt es die Dynamax in Stadien. Da drüben erstreckt sich das Meer. Schade, ich hätte mir mehr Berge gewünscht. Ich bin eigentlich froh, dass die Berge weg sind und what the fuck. Das ist die berühmte Wandmalerei der antiken Städte von Pestbeck. Sie soll künstlerisch sehr wertvoll sein. Ah ja, wenn du das Kunst nennst, das sieht aus, als hätte ein Dreijähriger das gemalt. Ist ja so. Ich hoffe, ihr hört den Hintergrund nicht, weil das ein bisschen... ja, weird. Ah, man kann damit nicht reden, verdammt. Und Balduin ist mal wieder da. Es geht. Hey, ich bin's, Balduin. Dein Beutel sieht aber schwer aus. Moment, da habe ich genau den richtigen Ball für dich. Lass mich raten, Schwerball. Ja. Man kann das eigentlich schon locker erraten. Ich glaube, von ihm kriegt man alle Bälle. Schwerball, mit denen kann man schwere Pokémon fangen. Sagt sich eigentlich schon alles. Ich trainiere mein Team, während ich mich der Arena-Challenge widme. Vielleicht sollte ich ein paar Pokémon aus meinem Team auswechseln. Ja, das werde ich, denke ich, für die Arena auch machen. Da werde ich Psycho-Pokémon reinnehmen und vielleicht noch Flug-Pokémon. Und mal schauen. Du bist den ganzen Weg bis nach Pestbeck gekommen, jetzt musst du einfach mitgewinnen. Klar, das mache ich.
Wahnsinn, ich bin echt cool drauf. Es gibt viele Arena-Challenger, die nach einer Weile das Handtuch geworfen haben. Gib niemals auf, hörst du? Ich doch nicht. Ich werde der Allerbeste sein. Aha. Ich denke, ich werde jetzt Infernox austauschen. Lancelot, definitiv. Und... Ja. Aber wen packe ich dafür rein? Definitiv Xiao. Und... Gute Frage. Kann Till Psycho-Attacken? Nö. Was für ein Opfer. Ja, dann packe ich Bicrawlon rein. Komm. Ja. Ich werde aber mit Kraxi liegen und die anderen beiden werde ich so nutzen. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Oder habe ich nicht dieses neue Primova-Ding? Wenn nicht, fange ich das noch schnell. An sich wäre das eine Möglichkeit, aber... ich denke... Hier gibt es, glaube ich, sogar noch ein Item. Versteckt. Es müsste sich hier hinten befinden. Habe ich nämlich gesehen. Als mir die Capture Card abgespielt ist. Die müsste sich irgendwo hier auf den Dächern befinden. Oder? Bin ich jetzt doof? Irgendwo ist sie. Das ist ein ganz spezielles Item. Für ein ganz spezielles Pokémon. Irgendwo gab's die. Ich schau nochmal. Die müsste es aber hier irgendwo. Ah, hier ist noch ein Weg. Da waren wir noch nicht. Genau, hier. Rissige Kanne. Diese spezielle Kanne löst bei einem bestimmten Pokémon die Entwicklung aus. Sie weist zwar Risse auf, aber das wirkt sich nicht negativ auf den T aus. Ja, was damit gemeint ist, keine Ahnung. Ich denke, ich werde bis zum nächsten Part dieses Primova-Vieh fangen, hochleveln und dann die Arena machen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir die Arena angehen. Liken, kommentieren und teilen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.